Hallo und herzlich willkommen hier bei der High-End Society. Mein Name ist Jürgen Tim. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der High-End Society, dem Interessenverband für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe. Wir befinden uns hier im High-End-Haus in Wuppertal, also unserem Headquarter. Und unser Verband, der ja aus immerhin 60 Mitgliedsfirmen besteht, alles namhafte Anbieter in der audiophilen HiFi- und High-End-Welt. Wir haben hier heute zwei Gäste, zwei Mitgliedsfirmen. Und das eine ist neben mir Nils Hölscher von der Firma Clear Audio. Und gleich begrüßen wir auch noch Björn Johansen von der Firma ELAC, die beide zusammen nicht einzeln, sondern jetzt gemeinsam am Markt agieren und ein spannendes Konzept vorzustellen haben. Und vor uns sehen wir auch ein paar Produkte. Nils, du hast einen Plattenspieler mit dabei. Was ist das für ein Modell und äh, ja, welche Stärken hat er? Das ist aus der Concept-Serie, der Concept Active. Das Besondere an diesem Plattenspieler ist, dass er eine integrierte Phonestufe hat, die MM, MC wählbar ist. Darüber hinaus hat er einen regelbaren Ausgang. Das heißt, ich kann an der Seite einen Kopfhörer anschließen. Und darüber, dazu kommen wir gleich zu dem Projekt, ich kann im Grunde direkt an Aktiv-Lautsprecher rangehen. Wow. Klingt nach einem spannenden Konzept. Und ja, den Lautsprecher hast du gerade schon angesprochen. Hier steht äh, ein sehr kompaktes äh, Pärchen, welches man als Desktop- oder Regallautsprecher im weitesten Sinne äh, bezeichnet. Björn, zwei, drei Worte dazu. Ja, gerne. Ich habe hier die mitgebracht und die ist ein Aktiv, vollaktiv Lautsprecher, der als Dreivägesystem agiert und äh, besondere dabei ist, dass er auf äh, Analogbasis arbeitet. Wir haben also keine digitalen Endstufen drin, sondern sind Analog-Endstufen und äh, wir haben auch die Möglichkeit hier eine komplette Einstellung in jedem Bereich, Hochton, Mittelton und Tiefton, äh, anzugleichen und äh, ja, mit 300 Watt pro Lautsprecher auch ein kräftiger, kleiner, kompakter Lautsprecher, aber es gibt ihn natürlich auch in der Standversion. Dann auch mit größerem Volumen. Mhm. Für sich genommen schon mal sehr interessante Produkte, aber Produkte alleine machen natürlich noch keine Lösung. Aber eine solche Lösung, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen hier im Zusammenspiel. Die habt ihr jetzt gerade hier. Und das ist ganz spannend, denn ich verstehe das richtig, dass wir jetzt hier halt eben einen Plattenspieler mit einem aktiven Lautsprecher als komplette HIFI-Anlage haben. Tolles Konzept. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, also die Idee dazu äh, kam eigentlich auf einer Messeveranstaltung, wo ich den Nils getroffen habe und wir uns unterhalten haben über die Möglichkeiten des gerade da vorgestellten neuen Clear Audio Active Plattenspielers und es fehlt eigentlich noch der passende Lautsprecher dazu. Und Nils fragte halt, ob wir einen solchen Lautsprecher im Programm haben und äh, so haben wir uns ausgetauscht und ich habe der Firma Clear Audio dann ein Pärchen äh, nabis zukommen lassen. Und da war man so angetan und so begeistert, dass wir diese Idee äh, hatten, das Ganze auch wirklich als komplettes Konzept vorzustellen. Und ähm, es gibt auch noch einen äh, sehr interessanten äh, VW-Bus, einen Bulli, äh, den die Firma CLE Audio hat. Aber Nils, da kannst du sicherlich auch mehr zu erzählen über euren Bulli. Genau, wir haben einen T1 umgebaut mit einem Concept Active und einer Lautsprecheranlage drin wo man sitzen kann, ihn hören kann, den verwenden wir in der Regel für auf Messen, hm. wo Kunden den als Blickfang nehmen, innen drin auch hören können. Das ganze Plattenspiel ist kardanisch aufgehängt, sodass man auch beim Schaukelnden, ja auch beim Fahren, höher Musik hören kann. Super. Und die Idee kam dann natürlich, dass man in die Lautsprecher, die Lautsprecher da in den Bus ein... Also haben wir hier ein rollendes HiFi-Studio, einen rollenden HiFi-Laden im Grunde. Das heißt, der Bus tourt natürlich aktuell halt eben durch Deutschland. Ich kann also dieses Set dort erleben. Aber Björn, es gibt sicherlich halt eben auch noch, natürlich noch HiFi-Fachhändler, die das Konzept auch führen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt ja Händler, die einerseits Clear Audio führen, Plattenspieler äh, machen, vielleicht mit der einen oder anderen Lautsprechermarke an Bord sind, aber gar nicht Elac Oder umgedreht, es gibt starke elac fachhändler die aber vielleicht nicht mit Clear Audio arbeiten. Wie setzt ihr das um? Wie macht ihr das? Ja, also der Nils und ich, wir sind äh, jetzt auf großer Tournee gewesen, muss man sagen, also durch ganz Deutschland und haben unser Konzept, unsere Idee den Händlern vorgestellt. Und äh, wir sind da auf sehr guten Anklang gestoßen. Die Händler haben natürlich am Anfang gedacht: Nanu, ein Lautsprecherhersteller, hauptsächlich mit einem Plattenspielhersteller, äh, einer anderen Marke, warum macht ihr das? Weil einfach diese beiden Konzepte waren ja von vornherein schon da. Mhm. Wir haben gesehen, dass sie wunderbar miteinander harmonieren und zusammenpassen. Und dort haben wir halt bei den Händlern diese, äh, diese Konstellation einmal vorgeführt. Und auch da gab es große Zustimmung. Und nun haben wir mittlerweile schon mehr als ein Dutzend Händler gefunden, die genau diesen Weg mit uns gemeinsam gehen wollen und äh, diese komplette Anlage einmal in ihrem Ladengeschäft aufbauen. Dieser Bus ist natürlich dann auch noch interessant, den können wir natürlich auch einsetzen für kleine Veranstaltungen, Events etc. oder auch als Hingucker auf Messen. Ja. Und äh, das äh, ist wirklich ein Erlebnis, diesen Bus einfach mal zu sehen und auch drin gesessen zu haben. Genau. Also die Händler haben sehr schnell verstanden, dass es in der ersten Linie im Laden um Lösungen geht. Es geht weniger um einzelne Produkte, sondern eine Lösung präsentieren. Und das haben wir hier. Wir haben für jemanden, das ist absolut vinyl, das System. Ja. Für jemanden, der nicht Musik über eine App hören will, der seine Platten gut hören möchte, das simpel zu bedienen haben möchte, ist das eine super Lösung. Und das haben die Händler so erkannt und setzen das jetzt in den Läden entsprechend auch um. Das ist auch schon ein sehr guter Hinweis. Ähm Viele sagen ja, Streaming ist relativ kompliziert. Die App, das Handy, das reagiert nicht so schnell. Wir alle äh, wissen natürlich, Platte auflegen, das, das ist einfach Entschleunigung, das ist Entspannung. Bei diesen Lautsprechern jetzt hier, ich sehe da so einen kleinen Transmitter äh, vor dir stehen, Björn. Ähm, wie aufwendig ist die Installation für den Endverbraucher oder für den Fachhändler von diesem Konzept? Genau, also wir haben eigentlich auch dahingehend äh, die... Ja, den Weg gesucht, dass es ganz einfach ist. Äh, man kann natürlich äh, die verbinden mit einem herkömmlichen Cinch-Kabel. Das äh, ist der einfachste Weg. Aber auch oft wird ja gefragt, gibt es auch eine Lösung ohne Kabelwege? Auch das äh, bieten wir an. Mit dem kleinen ELAC äh, Connect äh, ist das möglich. Und dann haben wir halt die Möglichkeit, mit dem Transmitter die beiden auch miteinander zu verbinden, ohne dass wir ein Kabel dazwischen haben. Stromkabel muss natürlich sein, klar. Aber ansonsten geht das Ganze auch per Funkbasis. Gute Idee. Und der Plattenspieler wird auch direkt komplett mit einem tonabnehmer äh, geliefert? Oder habt ihr eine spezielle Empfehlung halt eben für dieses Set? Die Konzeptserie kommt komplett voll eingestellt mit einer kleinen Tonarmwaage. Der Kunde kann das also nochmal überprüfen, ob alles stimmt. In der Regel empfehlen wir natürlich, dass ein Händler auch nochmal guckt. Ganz klar, durch die Möglichkeit, die MM und MC zu verwenden. Variabel und Fixed-Ausgänge zu machen, hat der Kunde auch die Möglichkeit, mit dem System zu wachsen, wenn er seine Liebe zum High-End entwickelt ja. und kann dann weiter das System ergänzen. Über eine Vorstufe, über digitale Produkte, alles möglichst möglich. Also, das ist eine richtige Plug-and-Play-Lösung, wie wir sie uns eigentlich vorstellen. Sehr kompaktes System, jetzt hier halt eben auch von den Abmessungen her. Kurze Information, wenn ich mir das jetzt nach Hause stelle, wie groß darf mein Wohnzimmer oder mein Hörraum sein, dass ich mit dieser Anlage jetzt hier halt eben noch bequem und gut Musik hören kann? Also der Wohnraum selbst kann von 15 Quadratmeter bis hin zu 40, 50 Quadratmeter sein. Man muss natürlich sehen, nehme ich den kleinen Kompaktlautsprecher, der ist natürlich geeignet eher mehr für kleinere Räume und für mittlere große Räume. Oder weiche ich aus auf den großen Standlautsprecher, der dann in der Lage ist, auch große Räume zu erfüllen? Ja, also eine sehr spannende Idee, hier einen Plattenspieler und aktive Lautsprecher miteinander zu verheiraten. Zwei Produkte, zwei Firmen, die bisher nebeneinander am Markt agieren, gehen jetzt diesen Weg gemeinsam. Und Nils, da muss ich direkt mal einhaken, wie muss ich mir das jetzt ganz konkret vorstellen? Wie setzt ihr diese Aktion draußen beim Fachhandel um? Mit Offenheit und Ehrlichkeit in erster Linie. Wir sprechen viel mit den Händlern. Wir haben gleich am Anfang einen Teaser gedreht, sehr professionell. Wir wollten das Ganze professionell aufziehen, damit die Händler etwas Material für ihre Social Media Kanäle haben. Wir haben mit Händlern gesprochen, ob sie dabei sind, das Projekt erklärt. Was passiert, was natürlich auch an, an Hinderlichkeiten sein könnte, und wir sind da auf sehr viel Zustimmung gestoßen, weil die Händler auch geschmerkt haben. Jetzt geht es mal ein bisschen anders, es ist ein anderer Spin in einem Launestrom, ja. und das kam dann sehr gut an. Und ja, wir und ich haben viele Kontakte mit Händlern gemacht. Wir haben ein paar andere weitere Sachen initiiert. Genau. Also uns war es auch wichtig, dass der Händler und natürlich der Endverbraucher, um den es ja jetzt endlich geht, der das Ganze auch hören möchte, dass der auch den Weg zum Händler findet. Wo ist denn diese Konstellation, wo kann ich denn den Plattenspieler mit den Lautsprechern hören? Und darum haben wir gesagt, wir setzen das auf unsere Seite. Unsere Fachhändler, die bei diesem Projekt mitmachen, werden namentlich erwähnt auf unserer Homepage von ELAC und auch auf der Homepage von Clear Audio. Und dort kann dann der Endverbraucher auch wirklich sehen, wo kann ich diese Anlage fertig konfektioniert hören? Das ist ja das Entscheidende. Das Anschauen ist eine Sache, aber das Hören, das Erleben von Musik und äh, das ist ja wirklich etwas ganz Besonderes mit den kurzen Signalwegen. Äh, die Einheit stimmig einmal vorzuführen, für den Händler auch natürlich sehr wichtig. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch schon ein sehr wichtiges äh, Stichwort. Es geht um das Thema Musik erleben. Musik erleben und genießen vor allem in möglichst guter Qualität. Dafür steht die High End Society, der Interessenverband für die hochwertige Ton- und Bildwiedergabe und wir haben hier, wie ich meine, ein Paradebeispiel für eine solche Zusammenarbeit von Mitgliedsfirmen mit Clear Audio und mit ELAC, die hier gemeinsam einen Weg gehen. Wir haben schon eine ganze Anzahl von Fachhändlern, die diese Aktion erfolgreich draußen umsetzen. Wir haben es auch gehört, der VW-Bus, der tourt, der ist durchaus empfehlenswert, da mal reinzuhören. Und wir werden jetzt gleich im Anschluss auch nochmal mit Fachhändlern sprechen, die bereits erste Erfahrungen damit gemacht haben. Also bleiben wir gespannt.